Hallo ihr Lieben, mein Name ist Pierre Frank und das hier ist mein Videoblog. Und hier auf diesem Videoblog beantworte ich natürlich sehr gerne all eure Fragen, denn ich bekomme inzwischen über 500 Mails am Tag und viele dieser Fragen, die ihr mir schreibt, die ähneln sich sehr. Klar, wir sind ja auch letztendlich in unserem Seelenmaterial alle sehr ähnlich. Daher habe ich beschlossen, hier in diesem Videoblog diese Fragen, die sehr oft und sehr häufig gestellt werden, gerne zu beantworten. Und deswegen auch gleich meine Bitte an euch, wenn euch das gefällt, wenn euch mein Blog gefällt, dann schreibt doch gleich hier unten unter dem Video bei den Kommentaren eure Fragen oder auch, wie es euch gefällt. Oder ihr könnt auch diesen Blog, natürlich diesen Kanal, gerne abonnieren. Also die Frage, die jetzt hier eintraf und die ich sehr interessant finde, war, und die wahrscheinlich sicherlich viele Menschen betrifft: Wenn ich mich nicht entscheiden kann, woher weiß ich dann, was mein Weg ist? Gute Frage. Ich zögere gerne, weil ich nie weiß, was ich tun soll. Wie kann ich damit besser umgehen? Hast du einen Rat für mich? In der Tat fällt es ganz vielen Menschen ziemlich schwer, sich zu entscheiden. Manchmal auch ad hoc, manchmal kommen ja Entscheidungen, auf die man gar nicht vorbereitet ist. Da gibt es ganz leichte Entscheidungen, wie Freunde laden uns aufs Wochenende ein und wir wissen nicht, soll ich jetzt dorthin gehen oder nicht. Oder wir werden irgendwie von Verwandten eingeladen oder gefragt, aber alternativ könnten wir auch woanders hingehen. Was soll ich jetzt tun? Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die scheinbar schwerer sind. Uns wird eine Beförderung oder ein Job oder eine Berufsmöglichkeit in einer anderen Firma angeboten. Was soll ich tun? Soll ich wirklich wechseln? Ganz junge Menschen zum Beispiel, die studieren, haben ganz oft dieses Thema: Was soll ich eigentlich studieren? Und auf welche Universität soll ich denn überhaupt gehen? Welche Schule soll ich besuchen? Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn wir private, intimere Dinge entscheiden wollen. Soll ich mit jemandem zusammenziehen oder nicht? Soll ich zum Beispiel in eine WG mit jemandem gehen oder soll ich mit jemandem tatsächlich, einem Mann, einer Frau, zusammenziehen? Soll ich diesen Schritt wagen? Also wir stehen eigentlich beständig in unserem Leben vor Entscheidungen. Und ganz oft versuchen wir, viele dieser Entscheidungen mit unserem Kopf zu lösen. Das Problem mit dem Verstand ist natürlich, dass unser Verstand nicht wirklich aussagekräftig ist. Denn unser Verstand kann ja eigentlich immer nur entscheiden, was in der Vergangenheit geschehen ist, wird vielleicht auch so in der Zukunft so sein. Das heißt, unser Verstand ist für Veränderungen, und jede Entscheidung bringt ja eine Veränderung, überhaupt nicht zuständig. Unser Verstand weiß sehr genau, wie es bisher abgelaufen ist und wird uns wahrscheinlich warnen: lieber nicht das ganz Neue tun, weil da haben wir keine Erfahrung. Wer weiß, wie das ausgeht. Also unseren Verstand dazu zu befragen, bedeutet meistens, dass wir vorsichtiger werden, dass wir lieber langsam machen und vielleicht kein neues Wagnis und damit auch kein neues Erlebnis eingehen wollen. Manche machen sich zum Beispiel ganz lange Listen. Die schreiben die Pros auf und die Kontras auf, was manchmal sehr nützlich ist. Aber ganz oft erlebe ich es dann, dass dann da ganz viele positive Aspekte stehen und ganz viele negative Aspekte stehen und man dann plötzlich entdeckt, wenn man sich für irgendwas entschieden hat, dass man vieles gar nicht bedacht hat. Es hat sich ganz anders entwickelt, als man es sich vorgestellt hat. Das bedeutet, rational, auch das können wir eigentlich nicht wirklich erfassen, wie es dann wirklich sein wird. Wir können eigentlich nur das als Pro und Contra uns irgendwie ausdenken, aus unserer bisherigen Erfahrung und vielleicht auch von den Erfahrungen anderer, die uns gerne einen Rat geben. Wobei es natürlich so ist, dass wenn andere uns einen Rat geben, dann geben sie uns den Rat immer von deren Sicht. Das heißt, das muss mit unserem Leben gar nichts zu tun haben, sondern sagt nur etwas aus, wie Sie es tun würden. Und auch da ist die Frage: Tun Sie es wirklich oder raten Sie es nur? Weil es wesentlich einfacher ist, jemand anderem zu sagen: Ich würde das an deiner Stelle so machen. Und wenn man da mal genauer fragt, stellt man fest: Hast du es auch so gemacht? Nee, aber mach doch du mal. Also das heißt, auch da sind wir im Verstand am Schluss eigentlich an einem Punkt angelangt, wo wir dennoch nicht genau wissen können, wie geht die Sache aus.
Und ich kann euch gerne sagen, wie ich Dinge entscheide. Ich stehe natürlich auch dauernd vor vielen, vielen Entscheidungen. Zum Beispiel, ich schreibe ja für 7 verschiedene Verlage meine Bücher. Auch da muss ich immer entscheiden, welchem Verlag gebe ich denn welches Buch? Auf was lasse ich mich ein? Oder wenn ich zu Vorträgen eingeladen werde, dann gehe ich zu diesem Vortrag wirklich hin. Ist es ein guter Aspekt für mich? Oder wenn ich ein Seminar gebe, was für ein Seminar will ich geben? Also ich habe auch ganz, ganz viele Entscheidungen zu fällen, aber auch natürlich kleinere. Wenn meine Familie mich fragt, du kommst mit aufs Oktoberfest, wir wollen da alle hingehen, ist das auch eine Entscheidung für mich. Also wir fällen ja dauernd Entscheidungen, ich ebenso. Und ich frage meinen Verstand in diesen Punkten überhaupt nicht, sondern immer nur meine Intuition. Man könnte auch sagen, meinem Bauch. Das heißt, ich setze mich wirklich ganz kurz hin und spüre hinein. Wie fühlt sich das an? Und das ist natürlich für meine Familie manchmal nicht gerade toll, weil wenn die sagen, wollen wir das und das und das machen? Nö. Und ich argumentiere dann auch nicht, es spürt sich nicht toll an. Oder manchmal verblüffe ich auch alle, indem ich einfach hineinspüre und sage, oh ja, das machen wir. Das bedeutet, ich lasse einfach nur mein Gefühl sprechen, also meine Intuition. Wie fühlt es sich an? Und dieses Vorfühlen weiß wesentlich mehr, ob es uns da gut gehen wird oder nicht. Und in der Tat ist es so, dass Entscheidungen, die ich aus diesem Bauch heraus, übrigens die großen Top-Manager entscheiden fast alle aus dem Bauch heraus, also aus diesem Gefühl, ich fühle mal hinein, diese Entscheidungskraft hat mir immer sehr, sehr gut getan. Wir können uns auch eine einfache Frage stellen, wenn wir nicht genau wissen, wie wir uns entscheiden sollen. Soll ich die Beförderung annehmen oder nicht? Wir können uns auch fragen, kostet mich diese Entscheidung A mehr Kraft oder schenkt sie mir Kraft? Also gebe ich da viel Energie ab? Oder bekomme ich da Energie? Auch das ist eine Art von Vorfühlen. Und nochmal, in unserem Vorfühlen wissen wir unglaublich viel. Da gibt es unglaublich viel Wissen. Und zwar unbewusstes Wissen, das sehr genau Bescheid weiß. Und deswegen, wenn wir die Frage stellen, kostet es mich Kraft? Oder bekomme ich da ganz viel Energie? Spüren wir bereits, boah, das wird toll werden, das wird fantastisch werden. Oder wir spüren bereits, wie es uns zermürbt oder müde macht. Es kann nämlich sein, dass wir zum Beispiel ein Jobangebot haben, das ganz toll aussieht. Aber wenn wir dann tatsächlich da sind, kann es sein, dass es uns komplett überfordert, dass wir überlastet sind. Dass es vielleicht gar nicht so ist, wie wir gedacht haben oder wir gemobbt werden. Oder von uns plötzlich erwartet wird, dass wir Überstunden machen. Das hat uns gar niemand gesagt. Also es gibt ganz viele Aspekte, die können wir rational nicht vorher durchdenken, aber wir können sie bereits vorfühlen. Und ich habe ganz viele in meinen Seminaren, solcher Dinge von Menschen erfahren, von den Teilnehmern erfahren, die mir erzählten, wie wundervoll dieses Fühlen sich für sie entwickelt hat und seitdem sie dies so machen, sie tatsächlich wesentlich zufriedener leben. Und da kann es gut sein, dass wir vielleicht, bleiben wir mal bei dem Beispiel im Job, dass wir vielleicht einen Job annehmen, der gar nicht so lukrativ ist, der vielleicht gar nicht so viel Geld gibt. Aber wir sind beseelt, wir sind glücklich, wir sind befreit, wir sind erfüllt. Wir haben einen Platz, wo wir gemocht werden, wo wir bewundert werden, wo man uns auf die Schulter klopft, wo wir nach Hause gehen und uns freuen, dass wir was geleistet haben. Ja, vielleicht verdienen wir da tatsächlich 300 Euro weniger oder 500 Euro weniger. Aber unser ganzes Seelengefüge ist reich bis zum geht nicht mehr. Also, ich würde diese Frage gerne so beantworten, wie ich es tue, wie ich mein Leben gestalte, wenn ich berufliche Dinge entscheiden soll. Ich spüre hinein, fühlt es sich gut an, wie wird es sein? Und mein Gefühl gibt mir sofort darüber Auskunft. Und ja, das muss man ein bisschen üben, deswegen probiert es einfach mal mit ganz kleinen Dingen aus, mit ganz leichten Entscheidungen. Soll ich auf diese Party gehen? Soll ich mit meinen Freunden das Wochenende verbringen? Mal hineinfühlen. Und dann fühlt, da müsst ihr noch nichts entscheiden. Also ihr müsst keine Entscheidung vorwegnehmen, sondern ihr habt bereits entschieden, ich gehe dahin. Ich gehe mit meinen Freunden dieses Wochenende nach
Las Vegas, ich weiß nicht. Also, wir spüren hinein und es spürt sich toll an oder es spürt sich ganz mies an. Wir gehen aber dahin. Und dann sehen wir, war mein Gefühl richtig? Stimmte das? Und wenn wir ein paar Mal sehen, dass unser Vorfühlen sehr genau Bescheid weiß, wie Dinge sich entwickeln werden, werden wir durch diese Erfahrung plötzlich auch unseren Verstand auf unserer Seite haben, der nun ebenso uns unterstützt in unserem Vorfühlen, weil unser Verstand jetzt auf unserer Seite ist, also das Rationale ist jetzt auch auf unserer Seite, weil der Verstand gelernt hat, da gibt es eine Institution, die nennt sich Intuition und der ist durchaus zu trauen, die hat durchaus ein sehr gutes Mitspracherecht. Also, wie fühlt es sich an? Oder kostet es mich Kraft oder gibt es mir Kraft? Kostet es mich Energie oder bekomme ich dort ganz viel Energie? Also probiert mal ein bisschen damit herum, testet ein bisschen und macht eure eigenen Erfahrungen. Ich kann nur sagen, meine Erfahrungen in diesem Punkt sind außergewöhnlich. Und wenn ihr auch solche Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt mir doch mal. Schreibt hier einen Kommentar rein unter diesem Video oder... Wenn ihr lustig seid, abonniert meinen Blog. Alles Liebe, euer Pierre.